Die Vitalwelt Hausruck News. Ja, ich begrüße heute bei uns in den Vitalwelt Hausruck News Herrn Gerhard Fuchs, Franchise-Nehmer des McDonald's-Standortes Haag am Hausruck. Sie haben sich jetzt entschlossen, die Vitalwelt Hausruck-Gutscheine in Ihrem Betrieb anzunehmen. Warum? Was war der Grund dafür? Ja, grüß Gott. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr positives Produkt, dieser Gutschein, den wie ein richtiges Freizeitprodukt auch. Man geht zuerst schön baden und im Nachhinein geht man dann auf ein gutes McDonald's essen. Kann man das so sagen, dass die Zielgruppe des Acapulco und die des McDonald's identisch ist? Es ist nicht rein dieser Grund, aber es hängt sehr stark zusammen, denn die Zielgruppe von McDonald's ist wirklich von 0 bis 100. Wir freuen uns über jeden Kunden, aber wie gesagt, das ist natürlich klar, es ist eine positive Abrundung auch für uns, wenn der Gutschein in Acapulco eingelöst wird und auch bei uns. Die Kids können jetzt sozusagen zwischen zwei Attraktionen wählen, McDonald's und Acapulco. Sehen Sie das auch so? Naja, nur für sich soll es nicht ein Wählen sein, sondern es sollte ja das eine das andere abrunden. Sie kooperieren ja auch mit den Haager Gastronomen. Sehen Sie McDonald's dabei als Ergänzung? Es ist eine positive Abrundung des Haager Angebotes an Gastronomie. Wie gesagt, in Haag gibt es ja wirklich alles, also vom Imbissstand über den normalen Gastbetrieb, über chinesisches Restaurant, und wir sind halt das internationale Restaurant McDonald's. Herr Fuchs, ich danke Ihnen fürs Interview. Dankeschön, Wiederschauen. Wiederschauen. Vitalwelt Hausruck News.